Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute unseren Leserückblick für Oktober für euch. Yay! Es ist Zeit. Der Leserückblick, auf den alle sehnsüchtig gewartet haben, nachdem ich vor 6 Wochen meine monstermäßige Leseliste präsentiert habe. Ich habe wirklich ganz viele Nachrichten bekommen, wie es so läuft. Ich wollte immer nicht zu viel verraten, weil das nimmt irgendwie den Spaß. Ja, der ein oder andere hat ja schon ungefähr mitgekriegt, was ich so gelesen habe auf Instagram. Ferris hat auch ein bisschen was gelesen. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus ein Hörbuch. Also so viel sei verraten, es war für uns beide ein guter Lesemonat, beziehungsweise waren ja 6 Wochen, aber das ist ja egal. Jetzt, wo ich so angucke, dachte ich eigentlich, ich hätte weniger gelesen. Ja, also es lief bei uns beiden gut. Ob ich meine Leseliste komplett geschafft habe, erfahrt ihr am Ende. Ihr könnt gerne so schon mal mitzählen, wenn ich euch gleich die Bücher zeige. Und ja, die Auflösung gibt es dann, wie gesagt, erst am Ende. Fangen wir an. Das Buch, wo viele gesagt haben, oh, daran wird es scheitern. Ich habe gelesen Der Herr der Ringe, die Gefährten. Es hat gedauert, was aber eigentlich eher daran lag, dass ich mich darauf halt nicht konzentrieren konnte, wenn ich müde war. Und ich war sehr oft müde. Und deswegen habe ich das nur so in Etappen gelesen. Ich habe sogar am Anfang noch Stellen markiert und dann habe ich irgendwann... Da keine Lust mehr gehabt, einfach gelesen. Ja, habe ich es immer vergessen und ach, keine Ahnung. Ja, was soll ich sagen? Also ich brauche jetzt dem Buch selbst nichts zu erzählen. Das war eine interessante Leseerfahrung. Der Stil ist schon anders als das, was ich sonst lese. Da habe ich ein bisschen gebraucht, mich reinzufinden. Es ging aber relativ schnell. Also durch diese ganzen Nachrichten, die ich von euch bekommen habe, habe ich echt das Schlimmste befürchtet. Aber es ging. Es gab auch wirklich einige wirklich schöne Stellen, die mir sehr gefallen haben von diesen ganzen Beschreibungen her. Und ja, was ist wirklich ein Buch, wo man sich konzentrieren muss. Also ich weiß noch, ganz am Anfang hatte ich so einen Moment, wo ich so dachte, hä? Habe ich irgendwie völlig verstanden und habe dann meiner Lesepartnerin geschrieben, hier, wie war denn das? Das macht doch gerade gar keinen Sinn, so und so. Und dann sagte sie, doch, da stand doch das und das. Und dann habe ich zurückgeblättert und das war ein Satz. Ich habe einen Satz überlesen und wusste dass dadurch halt nicht mehr, worum es geht so ungefähr. Also es war, man muss sich da echt konzentrieren und das war halt der Grund, warum ich es dann wirklich nur gelesen habe, wenn ich noch so richtig munter war und nicht, wenn ich halt schon halb am Einschlafen war. Weil dafür eignet sich das einfach nicht. Ja, war eine spannende Erfahrung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es bewerten soll. Ich finde es ja sehr schwierig. Ich hätte jetzt so auf... Ich wäre jetzt so auf 3,5 bis 4 Sterne gegangen, weil also es ist halt schon sehr ruhig und langgezogen in dem Sinne, wenn man es mit dem Film vergleicht, der ist halt 1000-mal actionreicher so gefühlt. Aber es war trotzdem gut. Also es hat mir gefallen. Ja, und im Januar streben wir Band 2 an. Ich bin gespannt. Mein erstes Buch von meiner Liste ist auch das, was ich alles gelesen habe. Das habe ich ja damals schon beim Lesen angefangen. Und es heißt das Tale of Madelic, eine dunkle Verschwörung von Chris Colfer. Worum es geht, muss ich nicht unbedingt erklären. Magie, Märchen, Welt. Magie, Märchen, Vorgeschichte von End of Stories. Gibt es hier übrigens denn sogar einen Hinweis, dass das wirklich so ist? Yay! Ja, hat mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Wo, welche Serie war denn das? Blau und Schlau, kennst du das? Ja. Ein Hinweis. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Okay. Womit fange ich an? Also, es ist relativ kurz. Im Gegensatz zum ersten, glaube ich, habe ich nur 350 Seiten. Sag nochmal das Cover. Mir wurde gesagt, wir sollen bitte die Cover näher zeigen und genauer zeigen. Weil und hier drin gibt es dann auch nochmal so ein. Nicht so gut sieht. So ein, das ist immer das so Schönste. Buch. Yeah! Das finde ich cool. Ja, also erstens, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe Chris Colfer zwischenzeitlich mal wieder gehabt. Da habe ich so Sachen eingebaut, wo ich dachte, warum machst du sowas? Zwischenzeitlich fand ich das Buch sehr gut. Dann kam so eine Stelle, wo ich mir dachte, das könntest du auch prima zu Halloween lösen, weil das eigentlich so gruselig ist, was er da geschrieben hat am Ende. Wo ich mir dachte, ja, ob Kinderbuch, ob das wohl eine gute Idee ist, weiß ich jetzt nicht. Ich finde es auch wieder interessant, was er einfach mit so einem einfachen Prolog reinschreibt, weißt du? Er macht einen Prolog, bringt damit irgendwas komplett Neues rein, das macht einfach Sinn. Okay. Kannst du dir nicht vorstellen, du liest das und denkst dir, ja, komisch, okay, und dann bringt das so rein, das macht einfach Sinn. Weißt du, was das Ultra-Genialste wäre, woran ich den einen Tag denken musste? Ferris und ich fahren ja nach Leipzig zur Buchmesse nächstes Jahr. Wir haben schon gebucht, also das Hotel schon gebucht. Und ich dachte mir, stell dir vor, Chris Colfer kommt da hin. Dann können wir ihn konfrontieren mit all der Scheiße, die er gemacht hat, womit er uns in den Wahnsinn getrieben hat. Und dann lasse ich ihn alle meine Bücher signieren. Das könnte ein bisschen dauern. Ich fand das Geld, ich fand den ersten ein bisschen besser. Mhm. Deswegen gebe ich dem ja auch nur 4 Stellen. Der zweite ist oft der Hänger.
finde ich. Ja, der zweite Band. Ich war beim ersten hast du dann, beim zweiten hast du dann so auch automatisch höhere Erwartungen, dann, ja, klar. Wenn der erste dann gut ist. Ja, und beim ersten wird immer alles eingeführt, alles ist neu und aufregend und so. Genau. Und im zweiten kennt man schon. Wobei hier wird natürlich auch Neues eingeführt, ne? Man will natürlich nicht so viel verraten. Okay. Ich habe dann ein Kinderbuch gelesen und zwar Tante Rotz greift ein von Andrea Schütze. Das ist so ein kleines, süßes Kinderbuch. Ich habe das, glaube ich, tatsächlich auch an einem Tag gelesen. Worauf ich schon sehr stolz war. hier geht es um die Zwillinge Cassie und Zack und die beiden haben halt Eltern, die ihnen die Freizeit immer total vollstopfen mit irgendwelchen Sonderkursen, irgendwelchen Musikunterricht und keine Ahnung was alles, Nachhilfe, sonst was. Und die Tante von denen findet das ganz furchtbar, die ist halt so eine sehr lebhafte, aufgeregte, lebensfrohe Person und will halt, dass die Kinder Abenteuer erleben. Und wenn die Tante dann halt auf die Kinder aufpasst, dann geht es immer drunter drüber in dem Sinne. Das ist jetzt der zweite Band der Reihe. Fand ich wieder sehr niedlich. In beiden Bänden war so ein kleines Rätsel, so eine Mini-Mini-Krimi-Geschichte sozusagen drin. Wobei ich sagen muss, mir hat der erste Band ein bisschen besser gefallen von dieser Story. Also im zweiten fand ich es jetzt nicht so spannend. Davon abgesehen aber wieder lustig und niedlich und hat Spaß gemacht und hat von mir 4 Sterne bekommen. Mhm. Gut, dann das Buch, worauf sich vermutlich alle gefreut haben, keine Ahnung wieso. Und zwar habe ich endlich das erste Gesetz der Magie von Tammy Goodkind gelesen. Yay! Hab auch irgendwie 3 Wochen oder sowas gebraucht. Ich habe irgendwie. Wobei! Ja. Du hast für die erste Hälfte 3 Wochen gebraucht und dann hat er den Rest an einem Tag durchgelesen. Ich dachte mir, was? Was geht hier ab? Ja, ich habe. Also, ohne Witz. Ja, am Anfang, da habe ich wirklich ewig gehängt. Da habe ich ja zwischendurch das Buch angefangen und habe es dann komplett gelesen. Aber ich war zu Besuch. Ich war bei euch zu Besuch, da hattest du ungefähr so viel gelesen. Und am nächsten Tag, wo er mir geschrieben hat, war er ungefähr so weit. Ey, jetzt mal die Helpline. Ich habe noch 500 Seiten am letzten Tag gelesen oder sowas. Nicht, das hier waren ja vielleicht 300. Ich war sehr verstört. Jetzt kann ich es auch unbedingt ein bisschen zusammenfassen, worum es geht. Nee, kann man nicht zusammenfassen. So ein bisschen. Finde ich nicht. Es geht, die Hauptperson ist Widget und Widget wird einer besonderen Aufgabe zuteil. Und zwar soll er mit der Hilfe einer Freundin, nenne ich es jetzt mal, den Diktator der anderen Seite bekämpfen, so ungefähr. Ja, das wirft jetzt zwar viele Fragen auf, aber okay, du hast das zusammengefasst. Ja, das ist halt so die Zusammenfassung, die man geben kann, weißt du, man will ja nicht zu viel verraten. Ich sag ja, es ist echt schwierig zusammenzufassen. Ja, Ich habe bei den ersten Seiten habe ich natürlich sehr gehangen, weil das war dann immer noch so, oh doch, so viele Seiten und das gibt ja gar kein Ende und so weiter. Aber später ging es dann ganz gut, wohl weißt du, weil es dann auch wesentlich spannender wurde mit der Zeit. Ja. Und man merkt beim Schreibstil auf jeden Fall, es ist ein bisschen älter. Hm. Du merkst allein schon daran, dass alle Wörter statt mit Doppel-S mit S mit SZ geschrieben sind. Ne? Wenn du so das liest mit SZ, sieht das mal komisch. Aber ich finde sehr interessant, was da so alles reingebracht hat, so Aspekte und so weiter. Ja, vor allem, das wird immer, also wird noch richtig viel so, ne? Ja. Die Reihe hat ja noch so viele Bücher und er hat so viel Fantasie. Ja, überleg mal, vor allem, wenn ich überlege, wie viele dieser Bücher hat, irgendwie 1000 Seiten, was will der da alles reinschreiben? Ja, die Weltgestaltung ist echt Wahnsinn, also ich liebe es total. Und ich finde, die spannendsten Bücher kommen noch. Der erste war zwar gut, aber die Bücher werden halt düster und spannender. Ich finde die Charaktere und so den Aufbau dazwischen ganz gut. Ja. Und ja gut, am Ende war eine Szene, die ich leicht widerlich fand, aber ich weiß mittlerweile welches, glaube ich. Ja, ich will nicht drauf eingehen. Muss man nicht drauf eingehen. Und wie viele Sterne gibst du? Ich weiß gar nicht, was ich dir gegeben habe. Ich glaube, 4 hast du gegeben. Ja, ich glaube 4, weil ich finde 1000 Seiten immer noch so lang. Ja, ich glaube, man hätte das, glaube ich, ein bisschen kürzer zusammenfassen können, wenn man so ein, zwei Sachen weggenommen vermutlich hätte. Vermutlich schon, ja. Gerade den Anfang. Ja, wie er da ewig durch den Wald läuft mit seinem Splitter in der Hand. Genau so. Das stimmt, das dachte ich mir beim zweiten Lesen nämlich auch. Also irgendwie hätte man das ein bisschen kürzen können, aber okay. Aber es war so idyllisch. So ironisch, dass das Buch auf eine Art nur mit diesem scheiß Splitter anfängt. Ne? Ja, eben, aber es war so idyllisch und friedlich und man war irgendwie drin, auch wenn er nur da mit seinem Splitter in der Hand rumläuft. Und dann kam Zed mit dem Huhn, wie er da nackt rumsteht und die Leute verarscht mit seinem mit seinem Wolkendeuter. Und dann war man so richtig drin. Ja, naja. Wollen wir es zusammen vorstellen? Ja, können wir machen. Ferris und ich haben dann ein Buch zusammengelesen, wo wir leider euch den Lesemarathon nicht mehr hochladen können, weil es ein paar technische Schwierigkeiten gab und die Clips sich nicht mehr öffnen ließen. Wir haben das Ganze nämlich für euch festgehalten. Aber ja, falls ihr euch fragt, wo das Video bleibt, es wird leider nicht kommen. Sehr traurig. Hat mich echt genervt. Und zwar haben wir zusammen Nightmares, die Schrecken der Nacht von Jason Siegel gelesen. Hier geht es um, wie heißt er denn gleich? Charlie, der alles tut, um irgendwie wach zu bleiben. Denn wenn er einschläft, hat er wirklich entsetzliche Albträume, seit er mit seiner neuen Stiefmutter zusammen in so eine alte Villa gezogen ist. Und diese Träume wirken einfach sehr, sehr real, inklusive der Monster und Ungeheuer da drin.
Und die Frage ist jetzt, was passiert, wenn die Albträume wirklich zum Leben erwachen? Und Charlie muss dieser Frage nachgehen, um halt irgendwann mal wieder ruhig schlafen zu können. Ich fand es wirklich gut. Es war anders als erwartet. Ja, definitiv. Also es ist viel mehr in Richtung Fantasy, als ich gedacht hatte. Vor allem hatte ich lange Zeit anfangs eine Theorie, in welche Richtung es geht, die sich aber nicht bestätigt hat, was ich auch cool fand. Und ich bin sehr gespannt auf die Fortsetzung, was da jetzt alles noch kommt. Also richtig, richtig cool. Und ja, fantasievoll geschrieben, aber auch so ein bisschen lustig und... Ja, was man so bei manchen Büchern manchmal gar nicht erwartet, ne? Ja, also es war wirklich cool. Es war aber eben auch stellenweise wirklich gruselig. Also gut für Halloween, würde ich mal sagen. Und ja, ich mochte auch die Charaktere und wie sich teilweise da dann noch so Freundschaften entwickelt haben und so, wo man weiß, okay, die Charaktere kommen in der Fortsetzung wieder, da freue ich mich auch schon drauf. Und es war traurig. Am Ende gab es so eine Szene, die einfach mega traurig war. Ich dachte, dieses Buch macht mich fertig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dem gegeben habe. Ich glaube, mal gucken. Ich glaube, wir waren aber gleich. Auch 4 oder so, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe 4 gegeben. Ja, dann denke ich mal, weil ich das auch vorher gemacht haben. Okay. Yay! Also ja, können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Für Halloween oder auch natürlich für andere Tage. Ja, dann mach du. Gut, ja, das nächste Buch habe ich zwischen Das Schwert der Wahrheit angefangen, als ich im Bus saß, im Zug, weil ich nach Braunschweig fahren musste. Hab das Buch dann allerdings nicht zwischendurch gelesen, sondern ich habe es dann gleich ganz gelesen, hat auch nicht lange gebraucht. Und zwar geht es um Sturmläufer Zane gegen die Götter. Du brauchst nicht die Augen verdrehen. Hat ja nicht lange gedauert. Ich sitze hier manchmal so, komm nicht weiter. Ja, hat ja nicht lange gedauert. Genau, ja, worum geht... Ja, ich wollte... So kann ich sagen. Hier drin ist auch nochmal so eine schöne Eule. Weißt du, was ich gerade denken muss? Die mit dem Wasserfolge aus dem von der Eule. Ich verstehe nicht, ich meine... Oh, er meint ihr Wasser, wo sie von der Eile angegriffen wird. Und so, ach so. Und der sitzt da so, huh. Okay. Gut, worauf wollte ich hinaus? Huh. Ja, worum geht es? Es geht um Zane, der einen Vulkan in seinem Haus hat und einige seltsame Sachen miterlebt und seltsame Sachen halt erfährt, der muss ich für das Tor klären. Das Ding ist, da steht auf dem Einband, steht nicht wirklich was drauf. Ach so, ja, stimmt, ja. Das war so ein Kryptischer. Also, es ist so ein bisschen, es geht so halt eben Richtung Rick Riordan von wie Percy Jackson und so weiter. Es ist aber auf jeden Fall anders. Es ist nicht so dasselbe, es ist so ein bisschen ähnlich. Deswegen ist es vermutlich auch von Rick Riordan empfohlen, weißt du? Ja, natürlich. Also es ist halt nicht dasselbe. Es geht um die Maya-Götter. Die haben zum Beispiel einen Schokogott, wusste ich gar nicht. Ein Schokogott. Ja, der, wie hieß denn der? Ich-Kakao, glaube ich, heißt der, glaube ich. Passt. Ich-Kakao? Ja, daher kommt vielleicht das Wort Kakao. Ja, vermutlich schon. Ja, genau. Ich finde auf jeden Fall die Charaktere fand ich sehr interessant, weil Zane ist nicht so der typische, wie man die für einen Protagonist hätten würde. Er hat eine Behinderung. Und zwar hat er einen Krüppelbein, nenne ich es jetzt mal. Darum, oh. Wo auch keiner weiß wieso. Und er hat einen süßen Hund mit 3 Beinen, der heißt Rosie. Oh. Ja. Ich fand als Charakter fand ich halt Brooks auch sehr cool, die ihm irgendwann, ich sag mal, in der Schule plötzlich begegnet, die auch eine besondere Fähigkeiten hat. Aber welche, das müsst ihr natürlich alles selbst herausfinden. Ich weiß gar nicht, was habe ich dem Buch gegeben? Ich sag mal 4,5. Ich habe dann, weil ja Oktober war und es auf Halloween zuging, einen Thriller gelesen, beziehungsweise gelesen und gehört abwechselnd. Und zwar Raum der Angst, ein Escape Room Thriller. Ich war da sehr gespannt drauf, weil der zweite ja jetzt auch schon erschienen ist. Und ja, hier geht es im Prinzip um ein Escape Room Spiel. Es geht um eine Gruppe von Leuten, die entführt wird. Sie denken, die nehmen an einem Experiment teil, werden entführt und landen in einem sehr brutalen Escape Room. Und nur einer kann gewinnen und dementsprechend kann auch nur einer überleben. Und ja, das ist im Prinzip die Story. Es war ein bisschen anders als erwartet, weil da mehrere Perspektiven waren und zum Beispiel auch die Story von den Ermittlern erzählt wird, die halt diese verschwundenen Leute suchen. Was, fand ich, immer so ein bisschen Spannungseinbußen bedeutet hat. Also, ich weiß auch nicht, das waren immer so Einbrüche irgendwie in der Handlung. Davon abgesehen, es hat mich nicht so sehr gefesselt wie erwartet. Irgendwann durchschaut man das Ganze halt sehr schnell und weiß genau, wann was passieren wird. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr Überraschungseffekte gewünscht. Und die Charaktere sind ein ganz großer Punkt. Ich meine, das Buch ist relativ schmal. Man hätte sich noch ein bisschen mal Zeit nehmen können, die Charaktere weiter einzuführen, die da aufeinandertreffen, damit man deren Handlungen und deren Beweggründe einfach ein bisschen besser versteht, fand ich. Und ja, irgendwie hat es mich nicht so hundertprozentig mitgerissen. Es war zwar eine coole Story, eine coole Idee, aber irgendwie auch nichts Neues, was das angeht. Also es gibt ja schon so ein paar Escape Room Filme und auch Bücher, die daran angelehnt sind. Und das war halt relativ ähnlich. Also auch deswegen konnte es mich nicht wirklich überraschen. Da fehlt so ein Alleinstellungsmerkmal. Die Auflösung war ganz cool.
das fand ich ganz gut. Und ja, das Ende ist offen, weil, wie gesagt, ein zweiter Band kommt, den ich trotzdem lesen werde. Also es war jetzt nicht so schlecht, dass ich den zweiten nicht lesen möchte. Aber da bin ich dann auch schon neugieriger, weil da irgendwie das Ganze nicht in einem Escape Room spielt, sondern in einer ganzen Stadt, die praktisch in so eine Art Escape Room verwandelt wird. Das wiederum finde ich cool. Das könnte dieses Alleinstellungsmerkmal sein, was mir hier gefehlt hat. Also da bin ich neugierig drauf. Und ja, ich habe dem Ganzen jetzt erstmal 3 Sterne gegeben. Mein nächstes Buch ist das hier. Und zwar habe ich Die Duftapotheke, ein Geheimnis liegt in der Luft, von Anne Ruhr gelesen. Oder heißt die Anna? Anna Ruhr, entschuldige. Und zwar geht es um Lucy oder Luzi, ich weiß nicht. Luzi, glaube ich. Ja, weil hier ist es mit Z geschrieben. So, ja, ja, Luzi. Ob Lucy oder Luzi. Nee, Luzi. Hier geht es um Luzi und ihren kleinen Bruder Benno, die mit ihren Eltern in eine neue alte Villa ziehen. In ein neues Zuhause, was alles alte Villa ist, weil die Mutter irgendwie sehr in... Die restaurieren immer Häuser oder so, ja, ne? Nee, so, weil nein, nein, ihre Mutter ist halt sehr in alten Kram fixiert, ja, und ist so. Restauratorin. Ja, die machen doch, die restaurieren doch. Ja, aber die restaurieren ja nicht nur alte Häuser. Und diese Zettel ist mir wieder rausgefallen. Ja, ist ja auch egal. Ist, glaube ich, bei dem anderen Video auch passiert. Ja, gut. Und jedenfalls fällt ihnen auf, dass es in dem Haus überall sehr komische Gerüche gibt, überall, bis sie irgendwann in eine seltene Apotheke finden und merkwürdige Sachen passieren. Manche Düfte sollte man lieber nicht versprühen. Genau. So, ich fand die Charaktere, ich fand sie sehr lustig. Mhm. Ich fand auch sogar der Bruder Benno, der ging sogar auf jeden Fall. Also manchen Büchern, so mag ich immer so kleine Geschwister manchmal. Wenn die so klein sind, dann nerven die. Ja, genau, der nervt immer. Das mag die ich im echten Leben. Ab, ja. Es muss zwar so sein, aber es ist trotzdem irgendwie nervig. Ja. Und in dem Buch ist das nicht so. Und zwar finde ich, sind die Charaktere einfach ganz nett, sie sind ganz lustig. Natürlich will Lucy eigentlich gar nicht da wohnen. Die wird viel lieber wieder in, ich weiß gar nicht, wo kam die her? Ja, auf jeden Fall möchte sie lieber zurück nach Hause. Genau, sie möchte wieder, auf jeden Fall wieder zurück nach Hause zu ihren Freunden und sonst sowas. Was kann ich noch sagen? Handlung, ja, genau. Handlung war auch ganz interessant. Es baut auch so langsam auf, es geht so langsam in die Richtung Entdeckung und so weiter. Und natürlich gibt es dann auch einige Probleme, die sie bewältigen muss. Und es ist nicht so, dass es einfach so zu sich kommt, plötzlich irgendwie so eine Entdeckung, die laufen irgendwie durch die Gegend und sitzen plötzlich in der Duftapotheke. Ja, ach, stimmt. Weißt du, sowas ist immer so doof. Ja, immer besser, wenn die das langsam herausfinden, irgendwie merken, hier ist irgendwas seltsam. Ja, es ist realistischer, ne? Und sowas, ja. Als wenn die sagen, oh, wir sitzen plötzlich, weiß ich, fallen durch den Falltür und sitzen in der Apotheke drin. Hui! Achso, und ich erkläre uns, glaube ich, auch, für die es interessiert, Illustrationen drin. Ja, da sind Illustrationen, die finde ich auch recht schön. Ja gut, erstens hat man ja bei den Kapitelseiten immer diese Duftwolke. Das ist ein Duftflakon. Und das ist der zweite Zettel. Die hat man noch mal so ein Bild. Ja, das hier ist sogar zum Beispiel Duftapotheke. Ja. Tja, sehr gutes Buch. Ich weiß gar nicht, was ich dem gegeben hat. Sagen wir 4. Sagen wir 4,5. Okay. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Gut. Ich habe dann eine Reihe beendet. Yay, das musste jetzt zum Jahr. Ich glaube, das ist auch die letzte für dieses Jahr. Warte. Ah nee, eine beende ich vielleicht noch, wenn es gut läuft. Das muss jetzt zum Jahresende einfach auch nochmal passieren. Und zwar habe ich den letzten Band von Magisterium gelesen. Der Goldene Turm. Ja, ich muss zugeben, ich hatte doch relativ große Erinnerungslücken an die letzten Bände. Die haben sich aber Gott sei Dank beim Lesen dann gegeben. Also ich bin relativ schnell eigentlich wieder reingekommen. Ich habe das auch zum Teil als Hörbuch gehört. Aber tatsächlich größtenteils dann gelesen, es ist ja auch nicht so dick. Ich fand tatsächlich den fünften, ist das der fünfte? Ja, fünf sind es, ne? Ja. Den fünften Band jetzt wieder richtig gut, muss ich sagen. Also den ersten fand ich ja wirklich genial, den zweiten fand ich auch noch ganz gut, den dritten und vierten fand ich nicht mehr so toll. Deswegen hat es auch ewig gedauert, bis ich jetzt mal Band 5 mir gegriffen habe. Aber Band 5 fand ich jetzt wieder richtig gut, weil da so alle Fäden zusammenlaufen und es ist eigentlich von Anfang bis Ende wirklich Action drin gewesen, Spannung drin gewesen. Und es wurde sogar emotional, was ich gar nicht mehr erwartet habe. Ja, es wurde sogar irgendwie traurig und so. Also ja, es hat mir doch rundum gut gefallen. Es war auch nicht perfekt. Auch hier hätte ich mir wieder mehr gewünscht. Mehr Beschreibungen, dass man die spannenden Situationen mehr in die Länge gezogen werden, dass man da mehr von hat. Aber so im Vergleich zu Band 3 und 4 hat es mir wirklich sehr gut gefallen und war so dann doch noch ein ganz guter Abschluss. Hat von mir dann letztendlich gute 3 Sterne bekommen. Ich habe kurz zu den 4 tendiert, aber dafür war es mir dann doch ein bisschen zu wenig. Und ja, nochmal kurz für alle, die Magisterium nicht kennen. Das Magisterium ist eine Zaubererschule und der Protagonist hier ist Callum. Callum, der von seinem Vater immer eingetrichtert bekommen hat, er muss alles dafür tun, nicht auf dieser Schule aufgenommen zu werden. Hat ja gut funktioniert. Weil das lebensgefährlich ist und Zauberer sind schlechte Menschen und was weiß ich nicht alles. Und dann ist es aber so, obwohl Callum sein Bestes gibt, die Aufnahmeprüfung zu vergeigen, landet er eben doch an dieser Schule. Und ja, er lebt da Abenteuer. Es gibt wieder so einen Standardkampf, gut gegen böse, aber auch hier sind neue Aspekte drin, die ich in anderen Geschichten noch nicht so hatte. Und ja, von da ist es wirklich eine coole Story.
Aber so als gesamte Reihe war sie dann echt doch eher so unteres bis mittleres Mittelfeld, weil wie gesagt, 3 und 4, die Bände haben mir wirklich so gar nicht wirklich gefallen. Aber dafür war es ein guter Abschluss. Und jetzt habe ich eine Reihe beendet. Also eigentlich musst du so einen Konfetti-Regel machen, so boom, Reihe beendet. Gut. Vielleicht gibt es das als Effekt, den ich einblenden kann. Du musst mal gucken. So, das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist Camp Honor, die Mission von Scott McEwen und wie heißt der andere? Ich glaube McManus, ne? Nee, Hof Williams. McManus und ist nagern, da. Ne? McManus. Oh, ja. Okay. McManus kommt noch. Gut. Jedenfalls geht es um Wade. Und Wade wurde für ein Verbrechen verurteilt, was er nicht begangen hat, mehr oder weniger. Doch dann taucht ein mysteriöser Fremder auf und bietet ihm einen ungewöhnlichen Deal an. Wenn sich Wade in einem Geheimcamp der Wrestling ausbilden lässt, wird seine Vorstrafe aus den Akten getilgt und er bekommt die Chance auf einen Neuanfang als jugendlicher Elite-Agent. Tudum. Doch das Training ist knallhart und schon nach wenigen Wochen wartet bereits die erste gefährliche Mission. Oh, oh. Ja, also erstens sollte er dringend bessere Entscheidungen treffen, weil das Buch, das Buch fängt, im Grunde hat das Buch fängt einer, der mich in Entscheidungen zu tun, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nach 2 und nach 2. Ja, genau, so, er hat, also ich sag mal, die Straftat, für die er begangen hat, er hat nicht direkt die Straftat begangen, für die er verurteilt wurde, aber er hat dafür genug andere gemacht. Und er hat vielleicht einen Teil davon begangen, aber nicht direkt alle. Jedenfalls, das Camp ist an sich auch sehr interessant. Der kommt irgendwann in diesem Camp an, wird das so vorgestellt, weißt du, die eine läuft mit der Stinger-Rakete durch die Gegend, da hinten brennt eine mit dem Flammenwerfer ein Auto ab, da hinten baut einer eine Bombe und die 13-Jährige fliegt einen Helikopter. Ah, oh, klingt spannend. Ja. Ganz normaler Alltag. Aber das Training ist halt wirklich knallhart, also das Training fängt gefühlt damit an, am ersten Tag erstmal 3 Kilometer durch den See zu schwimmen, durchs Meer. Wieder zurück, dann wärst du noch weiter trainiert und dann kommt das irgendwann das Mittagessen und dann geht's noch weiter. Also es ist wirklich, wie nennt man das? Fordernd? Hart? Hardcore? Ja, dafür gibt's doch irgendwie so einen anderen Begriff, aber da fällt mir gerade nicht ein. Zu was jetzt? Zu trinken, wenn das so hart ist. Mir fällt's nicht ein. Nachher fällt's nicht ein. Auf jeden Fall ist es eine richtige Tortur, wo du nicht einfach so dich durchmogeln kannst oder sowas. Also du musst da wird wirklich schon viel abverlangen. Bootcamp? Ja, genau, so kann man das beschreiben. Ja, die Geschichte auf jeden Fall ist an sich sehr interessant, auch ganz gut aufgebaut. Wenn man da reingebracht wird. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, eben, dass das, wenn das so ein, ist halt eben Militärsinn, dass das halt nicht für jeden was ist. Für mich auf jeden Fall schon. Mein Geschmack hat es getroffen. Also ist es ein relativ großer Anteil von diesem Militäraspekt, oder wie? Ja, es ist schon der Recht. Also hier geht es halt, also wenn, in anderen Büchern würden sie nicht mit der Desert Eagle zu einer Beerdigung gehen. Okay. Okay. Also wenn man, so City Spies ist so, also ist schon Zielgruppe sehr präsent. Bis 13, okay. Und das ist halt so Zielgruppe mindestens so ab 14 auf jeden Fall. Ja, okay. Also da geht es dann auch wirklich schon so ein bisschen gut um Waffen. Gut zu wissen. Und Kiesen rein und sowas. Also muss man überlegen, ob das was für einen ist. Ja, nee, das ist gut. Guter Hinweis. Aber sonst fand ich das Buch halt eigentlich echt cool. Ja, klingt auch. Also ich will das ja auch irgendwann nochmal versuchen. Hast du eigentlich... Nee, das hast du nicht gelesen, ne? Das habe ich gelesen. Kronos? Nee. Nee, schade. Habe ich jetzt auch nicht auf der Liste. Aber manchmal, das und das Kronos nämlich. Das würde ich auch gerne lesen. Aber Kronos hast du noch nicht, ne? Nee, habe ich noch nicht. Aber ich kann es mir ja sonst auch ausleihen. Mal. Nee. Mal gucken. Ich habe ja jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit, mir von jemandem Bücher auszuleihen. Weil Ferris mittlerweile eigene Bücher besitzt. Ich glaube, ich habe dem Buch 4 Sterne auf jeden Fall gegeben. Mhm. Weil ich finde, man hätte das Ende, so die letzte Mission, hätte man vielleicht noch ein bisschen größer machen können. Mhm. Im Grunde aber... Sonst hat es mir eigentlich ganz gut gefallen und alles. Ich habe dann eine Fortsetzung gelesen, auf die ich mega gespannt war, und diese Fortsetzung hat mich geflasht. Ich habe Band 3 von Throne of Glass gelesen. Endlich habe ich weitergelesen und ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich weiß, ich habe angefangen zu lesen und bin da tatsächlich nicht ganz so schnell vorangekommen, weil dann irgendwie wieder ein paar Tage waren, wo ich keine Zeit gefunden habe und eine Leserunde dazwischen kam und sowas. Dann habe ich das aber bei der Arbeit so ein bisschen als Hörbuch weitergehört und dann zu Hause immer noch weitergelesen und habe die... Versuchst du jetzt mich im Schnellsprechen zu übertrumpfen? Das ist die Aufregung, ich freue mich so. Und habe die zweite Hälfte dadurch dann wirklich relativ schnell weggesuchtet. Ich konnte dann auch einfach nicht mehr aufhören. Ich glaube, zu den Büchern brauche ich nicht mehr allzu viel zu sagen. Falls ihr es nicht kennt, schaut in die Infobox. Ich verlinke euch auf jeden Fall nochmal den ersten Band. Es war so spannend und so cool und es kommen einfach so viele neue Aspekte, die es in den ersten beiden Bänden noch nicht gab, und es kommen so, ich würde jetzt ein Schimpfwort sagen, schockierende Momente, ihr wisst welches Wort, und ja, es war wirklich richtig cool, absolutes Lesehighlight, und ich bin so gespannt auf Band 4, ich muss den unbedingt bald lesen. Wenn ihr ein anderes Video seht, wisst ihr, warum ich das gerade so angeguckt habe. Er könnte dazu beitragen, dass ich es bald lese. Wäre jetzt gemein, wenn nicht, ne? Ja, ich da wartest du und wartest und es kommt einfach nicht. Ich habe den vierten Band nämlich noch nicht hier und bräuchte ihn dringend, zwinker, zwinker. Und
Ja, also wirklich richtig genial. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich habe schon oft gehört, dass diese Bücher einfach von Band zu Band schockierender werden und einen wirklich so richtig fertig machen. Und ich fand hier das Ende schon sehr schockierend. Ich weiß nicht, wie viel ich aushalte, aber ich bin gespannt. Ich werde es herausfinden. Und ja, ich habe dem natürlich 5 Sterne gegeben. Ich bin so gehypt. Ich liebe es. Gut, das letzte Buch der offiziellen Leseliste. Ich habe noch eins gelesen, was nicht drauf war. Plus ein Hörbuch. Ach, das muss ich auch noch dran vorstellen. Oh. Und zwar ist das One of Us is Lying von Karen McManus. Gar nicht wahr. One of Us is Next. Ach ja. Was? Gut, One of Us is Next von Karen McManus. Und ich weiß nicht, ich erzähle kurz, worum es im ersten Video geht, ne? Oder, weil ich meine, im Grunde geht es ja, ist das ja danach, erzähl aber das, erzähl vom ersten Band. Also im ersten Sicherheitshalber. Buch geht es darum, geht es um Bronwyn, Nate, Cooper und Simon. Eddie. Achso. Ja, und Simon. Und zwar ist Simon der Gründer einer Gossip-App, wo dem allmöglichen Tratsch und nee, Klatsch und Tratsch der Schüler veröffentlicht wird, natürlich gegen deren Willen. Und irgendwann stirbt dieser Simon und in der Rampenlicht von seinem letzten Post, der noch nicht veröffentlicht wurde, waren halt Bronwyn, Nate, Cooper und Eddie. Und deswegen wurde jeder von dem sozusagen natürlich beschuldigt, ihn ermordet zu haben. Mhm. Oder stand natürlich im Verdacht. Mhm. Und in dem Buch geht es quasi nach diesen Ereignissen darum, das sind ja auch andere Charaktere, andere Hauptcharaktere, die anderen aus dem ersten Buch, die kommen stellenweise vor, aber auch nur als Nebencharaktere. Aber was ich auch sehr interessant fand eben, ist, das Buch es hat ein anderes Ergebnis als das vom ersten. Es ist nicht so komplett gleich. Also es ist keine Kopie sozusagen. Es ist halt anders passiert, der Grund. Und natürlich gibt es hier auch in diesem Buch hier wieder ein Token. Dadum. Ja. Und ich bin so gespannt. Von ihr kommt ja noch ein neues Buch jetzt raus, ne? Ich glaube, ich habe dem 4 gelesen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich finde auch die Charaktere interessant. Du hast Bronwyns Schwester als Hauptcharakterin, die man so ein bisschen kennt. Hm. Die ist eher so ein bisschen so eher zurückhaltend, sie will nicht zu sehr im Rampenlicht stehen oder sich an irgendwas zu sehr zu gewöhnen. Das sind immer die am Ende im Rampenlicht landen. die da nicht rein wollen. Ja, oder weniger. Warum? Du könntest es vielleicht wissen, wieso. Wenn man das erste Buch gelesen hat, kann man sich vielleicht denken, warum sie das gar nicht will, aber okay. Hm. Und dann gibt es noch Nux, das ist eben ihr bester Freund, mit dem sie auch zusammen war, allerdings danach nicht mehr, weil sie es gemerkt haben, das passt nicht. Und der ist auch so ein bisschen wie sie, aber auch nicht ganz, weißt du? So, sie sagen immer, er könnte beliebt sein in ein paar Jahren und so weiter. Na, okay. Und dann gibt's noch Phoebe, die ist einfach nur so ein, die ist nicht wirklich in der Gruppe von den anderen beiden, aber sie ist trotzdem irgendwie dabei. Okay. Mein nächstes Buch war eins, um das ich lange rumgeschlichen bin, aber jetzt war ich dann doch einfach neugierig und musste es lesen. Und zwar habe ich Burning Bridges von Tammy Fischer gelesen. Ja, hier geht es um Ella und Ella, ja, ist eigentlich so ganz happy, bis ihr Freund mit ihr Schluss macht in einem Restaurant, sie daraufhin Hausverbot bekommt, weil sie ein bisschen ausflippt. Und dann auf dem Weg nach Hause wird sie von so ein paar Typen angegriffen, wird dann aber von einem Fremden gerettet, ein geheimnisvoller Fremde, der daraufhin verschwindet. Kurze Zeit später trifft sie ihn aber wieder und ja, eins führt zum anderen und die beiden haben so ein bisschen Kontakt miteinander. Wie heißt er denn? Chess, genau. Doch, wann immer sie versucht, mehr über Chess zu erfahren, desto mehr geht er auf Abstand zu ihr. Und der Grund dafür ist, dass Chess im Untergrund lebt, denn nur dort ist er vor seiner Vergangenheit sicher. Und je näher Ella ihm kommt, desto mehr bringt sie sich in Gefahr. Das ist so die Handlung. Das ist tatsächlich mein Buch, was mich gar nicht so sehr mit der Haupthandlung überzeugt hat, sondern mit vielen kleinen Details. Also ich fand diese Geschichte zwischen Ella und Chess, anfangs hat die sich irgendwie komisch angefühlt. Also ich weiß nicht, diese Entwicklung, wie die beiden so in Kontakt kommen und so, da fehlte mir irgendwie was. Dann ging es so ein bisschen schnell, diese Vergangenheit von Chess und so, das war schon interessant. Hätte man noch näher beleuchten können und war für mich jetzt auch nicht schwer zu erraten. Also ich fand, Ella stand da sehr lange, sehr auf der Leitung. Das hasse ich immer. So bei Büchern und Filmen, wenn da so irgendwie Charakter ist und du bist so längst auf das Campus und denkst dir so, oh, ja, denk doch mal. Ja, kommt dann so eine Situation, wo sie praktisch drinsteht in seinem Leben. Und sie kommt nicht einfach nicht trotzdem drauf. Und sie kommt nicht drauf, dass das sein Leben ist, wo ich mir denke, Alter, was ist bei dir verkehrt? Ist doch logisch, vielleicht wollte sie es auch einfach nicht wahrhaben. Muss man ja auch denken, ne? Wenn sie ein echter Mensch wäre, man verschließt ja auch gerne mal die Augen. Aber ich dachte mir echt so, ach Mädchen, ist doch jetzt logisch. Aber es gibt so viele kleine Details. So die Nebencharaktere, das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Ich fand die Nebencharaktere teilweise sehr interessant, was gut ist, weil in den Fortsetzungen sind ja immer die Nebencharaktere dann im Fokus. Und da freue ich mich jetzt schon auf ein paar Geschichten. Dann gab es so Sachen wie
die eine Tasse, die sie immer verwendet, die wie so ein Running Gag immer mal wieder auftaucht und diese Spieleabende, die veranstalten, das waren so die Details, die eigentlich unwichtig für die Handlung sind, aber einfach so was Schönes reingebracht haben. Das Buch so ein bisschen mehr lebendig und real. Genau, das ist richtig gut gelungen, finde ich. Also das hat mir echt Spaß gemacht. Und auch die Dialoge gerade mit den Nebencharakteren. Also ich fand die Nebencharaktere wirklich ein bisschen lebendiger fast als Ella und Chess. Verrückt, aber ist so. Ein großes Manko für mich war tatsächlich ein Punkt am Ende. Es gibt in diesem Buch ein Problem, was die im Prinzip, wie dann rauskommt, seit längerer Zeit schon zu lösen versuchen, Chess und seine Freunde. Und die Lösung, die sie am Ende finden, ist so simpel, dass ich mich frage, warum sie da in den letzten Monaten nicht schon drauf gekommen sind. Also das war wirklich nicht schwer. Das hätten sie schon längst tun können. Und ich habe nicht verstanden, warum sie es nicht schon vorher getan haben. Also das fand ich so ein bisschen unrealistisch und zu einfach dann im Prinzip dafür, dass es so lange nicht geklappt hat. Davon abgesehen hat es mir wirklich gut gefallen. Es war jetzt kein Highlight, aber es hat mir gut gefallen, hat 3,5 Sterne bekommen. Und ich habe mir tatsächlich auch schon Band 2 gekauft, weil ich da doch dann zeitnah gerne weiterlesen würde. Okay, das nächste Buch ist ein Hörbuch, was ich mir bei Bookbeat angehört habe. Und zwar, mal gucken, ob man das sieht. Ach ja. Ist das Die Wunderfabrik. Halt mal so. Keiner darf es wissen von, ich weiß gar nicht, ich muss gleich mal nachgucken. Ja, müsste halt mal näher. Ja, ich glaube, da kann ich man tippe noch mal. Halbwegs so erkennen. Ja, jetzt wird's scharf. Jedenfalls ist das Die Wunderfabrik von Stefanie Gerstenberger. Siehst du genau, der war das. Der, die war, die Stefanie. War das. Hallo, der Name war das, so kann man das erklären. So, gibt sogar als ungekürzte Lesung nebenbei gemerkt. Es geht irgendwie 8 Stunden, glaube ich, ziemlich genau. Ja, 8 Stunden, 21 Minuten. Hat übrigens auch eine sehr gute Synchronsprecherin, die hat das ganz gut gemacht, auch unterschiedliche Stimmen und alles verwendet, nur mal so nebenbei. Wer spricht das? Caroline Sophie Göbbel. Warte, was spricht die noch so? Manchmal finde ich das ganz interessant. Habe ich da schon was von gehört? Achso, nee, das sagte gerade, die hat was gesehen. Nee, das habe ich nicht gehört. Aber sie spricht viele gute Bücher. Ich finde das immer ganz interessant, mal bei den Sprechern zu gucken, was die noch so gesprochen haben, weil manchmal ist die Entscheidung, ob man ein Hörbuch hört, auch vom Sprecher abhängig, wie der das macht. Also und wenn man dann vorher weiß, dass es ein guter Sprecher ist, die Sprecherin, die macht das gut. Dann ist das schon mal gut. Ich habe auch so ein paar Favoriten. Jedenfalls geht es um die 12-jährige Winnie, ihre große Schwester Cecilia und ihr kleiner Bruder Henry. Der ist mehr so Kategorie nervig, aber es geht noch. Der ist noch so dazwischen. Und zwar werden die fernab vom coolen London ihre Ferien verbringen in dem Haus ihrer Großeltern, die eine alte Lakritzfabrik haben. Die Hustenbrocken herstellen, so heißen. Keine Ahnung, wieso. Oder, ja gut, da geht es voll mit dem Thema, ist auch egal. Und Winnie fängt an, so herum zu experimentieren, einfach aus Langeweile, weil die dir einfach, das ist so ein Kauf, du kannst aber nichts machen, da ist gar nichts. Du hast das Gefühl, du hast eigentlich nicht mal eine Post oder sowas. Du hast kein Telefon, du hast kein Internet, also so komplettes Chaos für die Generation Z, könnte man sagen. Wow. Ja, genau. Die probieren jedenfalls herum und merken, dass diese Lakritzer, die sie herstellen, plötzlich besondere Sachen auslösen und so weiter. So ein bisschen wie bei den Zuckermeistern? Ja, so ungefähr. Das ist aber cool. Es hat keine physische Wirkung, es hat eher eine emotionale Wirkung. So ist trotzdem cool. Genau. Jedenfalls fangen die einmal herum zu experimentieren und versuchen das natürlich offensichtlich vor ihren Eltern zu geheim zu halten. Ja, ich darf schon höre, sie experimentieren herum, das kann nicht gut enden. Ich fand es nicht schlecht, es hat mich nicht hundertprozentig überzeugt, weil ich finde, es hat sehr lange gedauert, bis es so wirklich so interessant und schön war, dass man unbedingt weiterhin wollte. Okay. Also es hat sehr lange gedauert, bis du so an diesem Punkt warst, bis es ja rumexperimentiert. Ich glaube, das war ungefähr ab der Hälfte oder irgendwie sowas. Okay. Oder so ein Drittel und bis dahin war es auch nicht so wirklich noch nicht so interessant. So, wo sie dann anfangen, die rumzuexperimentieren haben. Da wurde es dann langsam gut und interessanter, weil du halt noch mehr in diese Geschichte reinkamst und alles. Und du auch noch ein paar andere Charaktere, was du mal kennengelernt hast. Aber es hat mich halt noch nicht so hundertprozentig überzeugt, weil es jetzt noch nicht so ganz spannend war. Deswegen hat es von mir auch nur 3 Sterne bekommen. Ja, aber 3 sind ja immer noch. Also ich finde, 3 ist immer so die Grenze zu, lese ich weiter die Reihe oder lese ich sie nicht weiter. Ja, also ich denke mal, ich werd den zweiten auf jeden Fall, denke ich mal, noch lesen. Ich habe das sogar auch noch in meiner Wunschliste. Vor allem, weil, ich sag mal, es ist ja so der Anfang, es ist noch sowas angedeutet, was auf jeden Fall noch passieren könnte, so in welche Richtung was noch passieren könnte. Und sonst, ja, die Charaktere sind eigentlich auch, weiß nicht, Winnie ist eigentlich ganz, ganz nett. Cecilia nervt ab und zu mit diesem einen dämlichen Jungen, den es verknallt ist. Aber es geht auf jeden Fall noch. Okay, cool. Ich habe dann noch eine Fortsetzung gelesen von meiner Liste. Und ich kann komplett vergessen, dass die da drauf war. Ja, das war auch als erstes Bücher. Ich glaube, das war das zweite. Tante Rotz war das erste und das war das zweite, was ich gelesen habe. Magic Academy, die Prüfung von Rachel E. Carter. Und hier haben wir jetzt nämlich das Dilemma. Das Buch hat durch 2,5 Sterne von mir bekommen. Lese ich weiter oder lese nicht weiter? Ja, genau. Das ist jetzt. Ich muss mal nachgucken, ob ich doch noch 3 gegeben habe, so aus Respekt. Ja, 3, aber es waren so 2,5 gedachte. Ne? 2,5 gedachte. 3 habe ich bei Goodreads eingegeben. Genau, das ist es. Lese ich weiter oder lese ich nicht weiter? Ich fand ja Band 1 schon nicht so überragend, leider. Ich hatte mich da echt drauf gefreut, weil viele gesagt haben, es ist richtig gut. Du hast kein Kästchen mehr, Ferris. Komm mal einen Schritt näher.
So ist besser, so bist du schärfer. Ich glaube, ich habe immer noch kein Kästchen. Also. Ja, aber es kommt vielleicht gleich. Ja, also in Magic Academy geht es ja um Rhea, die versucht, an der Magic Academy aufgenommen zu werden. Also der Aufnahmeprozess ist sehr lang mit sehr vielen Prüfungen und das ganze erste Band ist im Prinzip dieser Aufnahmeprozess. Und im ersten Teil war es halt schon so, dass da irgendwie nichts groß anderes war. Es gab halt diese Prüfungen, klar, das war interessant. Ich liebe so Akademiegeschichten, also von daher gab es für mich einen Pluspunkt. Aber ansonsten, es gab halt keinen großen Gegner oder so. Es gab halt immer nur diese Prüfungen und diese Zickereien mit anderen Charakteren und die Freundschaften, die geschlossen werden. Da fehlte mir halt einfach was. Und ich hatte sehr die Hoffnung, dass es im zweiten Band halt dann mal in eine andere Richtung geht. Tatsächlich gibt es hier auch so einen Aspekt zum Ende hin, der das Ganze mal in eine andere Richtung führt, aber es war mir zu wenig. Auch der zweite Band dreht sich größtenteils um den Unterricht, die Prüfungen und dieses Zwischenmenschliche. Und auch hier, also ich fand im ersten Teil dieses Gezicke mit dem einen Nebencharakter schon sehr anstrengend. Im zweiten nimmt das halt weiter zu. Einfach nur nervig. Also ich muss nicht sehen, wie sich zwei Teenager-Mädchen zwei Bücher lang wirklich die ganze Zeit anzicken und dann halt nichts anderes drumherum passiert. Es war mir einfach zu wenig Handlung. Die Prüfungen waren ganz cool. Hier gibt es andere Prüfungen. Die sind so ein bisschen wie so eine Quest, also so ein Abenteuerspiel oder so. Das war schon ganz cool. Was mich am meisten tatsächlich am zweiten Band genervt hat, ist Rhea. Sie ist einfach eine Protagonistin, mit der ich nicht klarkomme, weil sie ständig falsche Entscheidungen trifft, aber sich selbst dann als Opfer darstellt. Und das ging mir so auf den Geist, also wirklich. Ich konnte es echt nicht mehr lesen. Ich glaube, ich habe das Ende, also die letzten Kapitel auch nur noch quer gelesen, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Das hat mich einfach so genervt. Und ja. Wie gesagt, 2,5 Sterne und ich bin mir echt unsicher. Ich weiß nicht. Also eigentlich habe ich schon während Band 2 gesagt, ich habe keinen Bock mehr weiterzulesen. Ich hasse es aber auch rein unbeendet zu lassen. Wie viele hat sie denn noch? 4 Bände. Also 2 kommen, glaube ich. Wenn es jetzt 3 gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee, ich glaube, es kommen noch 2. Ja, nee, genau. Ich hatte nämlich geguckt, aber es sind, glaube ich, noch 2. Das Ding ist, wenn du dann den dritten liest, musst du den vierten endlich auch lesen. Ja, das ist es nämlich. Also dann ein Band vor Ende aufhören, ist schon mal kacke. Hast du den dritten? Nee, noch nicht. Ja gut, dann hast du ja eh noch Zeit überlegen. Also ja, ich weiß es noch nicht. Ich muss mir das noch überlegen. Das ist immer wie, wenn du ein Buch liest. Ab der Hälfte, finde ich, brauchen wir uns auch nicht mehr abbrechen. Ja. Bis zur Hälfte. Aber ich habe noch kein Buch abgebrochen. Nee, ich auch länger nicht mehr. Aber so bis zur Hälfte ist immer, wenn ich mich dann nicht entschieden habe, es abzubrechen, dann ziehe ich es durch, weil meistens wird ja das Ende noch ein bisschen spannender. Wenn man dann eh schon bei der Hälfte ist, kann man es auch beenden. Aber wenn man nicht mehr bis zur Hälfte kommt, dann ist schon blöd. Mein letztes Buch ist eins, was, glaube ich, nicht direkt auferlese. Es kann sein, dass ich gesagt habe, wenn es ist, ich werde es lesen, wenn es kommt. Kann aber auch sein, dass ich es nicht gemacht habe. Warte mal ganz kurz. Ey, wie kann es sein, dass ich auf eine Buchreihe, die ich selbst noch nicht gelesen habe, so gehypt bin und so begeistert, ohne sie zu kennen, nur weil Ferris davon spricht? Ja, auf. Und zwar ist das diese hier, Keepers of Lost Cities, das Exil, der zweite Teil. Warte. Ja, vor allem, das sieht nicht nur von vorne cool aus, du hast dann hier diesen schönen leuchtenden Schriftzug mit dem Bild von Sophie und ich glaube, das hier unten müsste Keith sein. Und davon sieht das auch etwas cool aus. Apropos leuchtend, ich habe den einen Tag gestern, als ich im Buchladen war, habe ich ein Buch gesehen. Das Cover war richtig cool, weil es war schwarz mit so grünen Details. Und die haben richtig krass Neonfarben geleuchtet. Leider klang der Inhalt nicht so gut, sonst hätte ich es mir mitgenommen. Kann sein, dass ich das auch gelesen habe. Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Also der Inhalt hat mich nicht überzeugt, aber es sah richtig cool aus. Na gut, worum es geht, brauche ich nicht erklären. Haben wir, glaube ich, oft genug gemacht. In einem Video werden wir noch drehen, glaube ich. Worüber will ich es nochmal erklären, ne? Ja. Genau. Jedenfalls... Diese Enthandlung finde ich sehr interessant. Man lernt natürlich noch sehr viel mehr über Sophie und auch über die anderen Charaktere. So im ersten Band, wenn du so merkst, du liest erstmal, du kratzt eher so noch so an der Oberfläche, wie viel. Mhm. Und dann kommt noch so viel, was du noch von Entdeckungen und alles und zu Charaktere, was alles zutage bringt, dass du teilweise denkst, was? Die ist das? Und, nee, bitte nicht oder sowas. Dann, es wechselt auch sehr stark. Die ersten 50 Seiten sind relativ glücklich und lustig. Die nächsten 50 Seiten sind dann irgendwie traurig. Dann bist du wieder so 50 Seiten wieder so eher wieder so fröhlich und so weiter. Und ich konnte das Buch einfach nicht weglesen. Weißt du, du hast es angefangen und du konntest es einfach nicht aufhören. Weißt du, du wolltest immer kurz weiter, bis wir irgendwie lustig angefangen hat oder irgendwie lustig geändert hat oder so weiter. Oh, das klingt so gut. Ich sag ja, ich bin so gehypt. Ich hab's noch nicht mal. Ich hab noch nicht mal Band 1 angefangen und ich bin trotzdem schon voll begeistert. Ja. Ein Running Gag natürlich. Dieses Buch ist natürlich immer, wie oft Sophie im Krankenzimmer landet. Ich glaube, in diesem Buch sind überraschenderweise nur 3-mal. Nee, du hast mir das öfter geschrieben. Warte. Ja, weiß ich gar nicht. Doch, Moment, das kontrolliere ich jetzt. Ja, deswegen ist sie eigentlich immer Krankenzimmer, also verletzt hat sie sich öfters. Ach so. Warte mal, ich muss mal gucken, wo wir angefangen haben. Also ich weiß nicht, kann auch sein, dass es 4-mal war, wenn man das, als sie sich im Krankenzimmer verletzt hat, dass sie dann ohnmächtig wurde und dann lag sie immer noch im Krankenzimmer, und das dann erzählt hat. Ja gut, das Ding. Muss mal gucken, ob ich es finde. Das Lustige ist ja, bei Helden des Olymp, ne, Jason, ich glaube, in der 5-bändigen Reihe wird der 11-mal ohnmächtig. Da habe ich mich drüber lustig gemacht, die schafft das ja gefühlt in 2 Büchern. Warte mal, hier haben wir aufgefangen. Ja, irgendwie.
Das ist halt einfach so ein Running Gag, weil halt jeder sich darüber lustig macht, dass der Arzt ja schon gleich bei ihr zu Hause einziehen könnte oder sowas. Oder dass sie das Heilzimmer gleich in Foster-Heilzimmer umbenennen sollten an der Akademie. Hier hast du noch überlegt, ob du es anfängst oder nicht? Dann, irgendwie 2 Stunden später habe ich es dann noch angefangen. So, okay. Warte mal, da steht sie bereit. Aber das ist nicht ins Krankenhaus gekommen? Ja, nicht? Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, das ist Sophie. Hat sie noch abgefangen. Auch nicht im Krankenhaus? War vielleicht doch nicht so oft. Wir haben nur auch sehr oft drüber geredet. Krankenzimmer? Kein direktes, aber das ist schon das 2. Mal. Wir haben 1 verpasst. 2 Mal. Hat sich im Krankenzimmer verletzt? Das zählt doppelt. Ja. Übrigens liegt sie wieder im Krankenzimmer. 4 Mal. Okay. Und danach haben wir aufgehört, darüber zu reden. Wer weiß. Naja, also. Also sie landet sehr oft da. Auch die Gründe sind nicht. Die Gründe sind manchmal sind sie nachvollziehbar, manchmal sind sie auch noch dämlich oder keine Ahnung, sonst was. Aber allein, dass das zu einem Running Gag wird. Ja, weil sich halt jeder einfach nur drüber lustig macht, dass die da ständig im Krankenhaus sind. Weil dann sogar ihre Eltern, nenne ich sie jetzt mal, die sich darüber lustig machen. Das ist einfach zum Totlachen über diese Stellen. Ich freue mich drauf. Ich habe dem Buch auf jeden Fall wieder 5 Sterne gegeben, weil ich diese Handlung auch einfach super, super gemacht finde. Und es ist so nicht so klischeehaft, Es hat andere Aspekte als bei manchen anderen Geschichten, so wie die Welt da eingebracht wird und so weiter, weißt du? Bei manchen hast du so ein Portal und das hast du ja nicht. Die Elfenwelt ist so wirklich ein Teil von dieser richtigen Welt. Okay. Ich weiß nicht, was ich doch sagen wollte. Gar nichts. Ich habe dann das neue Buch von Ursula Poznanski gelesen, nämlich Shelter. Hier geht es um eine Verschwörungstheorie. Es geht um Benny und seine Freunde, die ja eine Party feiern und dann auf die Idee kommen, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Die wissen es wahrscheinlich auch nicht mehr. Auf jeden Fall kamen sie so auf die Idee, sich eine Verschwörungstheorie. Ja, ist wirklich. Die wissen es vermutlich auch nicht mehr. Sich eine Verschwörungstheorie auszudenken und im Internet zu verbreiten, um zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Das war halt so ein Jux. Diese Theorie, die sie sich ausdenken, verselbstständigt sich aber sehr schnell, bis sie plötzlich da überhaupt keine Kontrolle mehr drüber haben und durch diese Verschwörungstheorie sogar selbst in Gefahr geraten. Das ist so, das reicht als Handlung, kurz gefasst. Ich fand es wirklich richtig genial. Ich liebe an den Büchern von Ursula Poznanski, dass sie oft so einen realitätsnahen Aspekt in Bezug auf Technik, moderne Medien und so da reinbringt und wirklich das einfach nur weiterspinnt, wie es sich entwickeln könnte. Also es sind schon realitätsnahe Szenarien. Das finde ich jetzt generell so bei ihren Büchern, ne? Ja. Die sind in der Realität aber so, dass sie manche Sachen so ein bisschen übertrieben oder ein bisschen weiter denkt, als sie momentan sind. Genau. Dass sie das so darstellt. Also dadurch ist es aber voll realistisch. Also ich könnte mir das wirklich vorstellen, dass das so passiert, wie es hier halt passiert, ne? Und ja, es war wirklich von der ersten Minute an spannend. Also diese Idee mit der Verschwörungstheorie haben die irgendwie auf den ersten 10 Seiten und dann geht's los. Und es entwickelt sich halt immer weiter und immer krasser und ist einfach bis zur letzten Minute spannend. Die Auflösung, was dann genau alles dahinter steckt, warum sich das so verselbstständigt und so, fand ich auch cool. Ist halt auch einfach eine Sache wie die Verschwörungstheorie selbst, die aus dem Ruder gelaufen ist sozusagen. Und ja, mir hat es großen Spaß gemacht. Wieder ein richtig geniales Buch von Ursula Poznanski, von denen, die ich bisher gelesen habe, auf jeden Fall mit ganz oben dabei. Und ja, hat 5 Sterne von mir bekommen. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen für alle Ursula Poznanski-Fans und für die, die es werden wollen, lest Shelter. Mach ich vielleicht auch eine nächste Leseliste dann. Das war echt gut. Also. Und dann habe ich gelesen, heute Morgen noch. Das kürzeste Buchgefühl von allen. Ich habe es, beendet als Hörbuch, während ich Ferris abgeholt habe. Dein Ernst? Ja. Die letzten 10 Minuten habe ich auf dem Weg zu Ferris gehört. Den Großteil habe ich dann tatsächlich gelesen. Und zwar Percy Jackson auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane. Um mich schon mal so ein bisschen einzustimmen auf die Kane-Chroniken und nochmal in die Percy Jackson-Welt abzutauchen. Hier ist nämlich Percy Jackson unterwegs eben mit den Geschwistern Kane. Und die 3 oder 4 mit Annabeth bekämpfen in 3 Kurzgeschichten verschiedene Monster. Ich fand's voll cool. es war zum einen was, meine Lieblingsstelle am Anfang mit der großen Faust. Ja. Du hättest das im Hörbuch hören müssen, dieser Sprecher. Ich muss mal gucken, wer das war. Das ist ultra genial gemacht. Also, und die Faust fällt in die Höhe und puh, piu, platsch. Warte, man sollte vielleicht irgendwie sagen, dass es nicht gerade freundlich ist, wenn man die irgendwie mit der Faust des Hohes durch die Gegend schließt oder irgendwie sowas. Also wirklich cool, Percy wird halt mit so einer Riesenfaust. So, dann nee, also es war jetzt nicht mit Absicht, auch wenn ich den leichten Frühling hatte, irgendwie sowas, ne? Warte mal, so viel war das. Ja, stimmt. Er hat noch dran gedacht und hat dadurch aus Versehen den Zauber gesprochen. Und ja, es war auf jeden Fall sehr lustig. Und ich fand dieses Zusammenspiel von Percy und Annabeth und den Geschwistern einfach sehr cool. Die 4 passen einfach total gut zusammen. Also wirklich lustig, sehr unterhaltsam. Die Kurzgeschichten von der Handlung her waren cool. Ich finde es bei Kurzgeschichten immer schwierig, dass da nicht zu schnell Tempo reinkommt, aber auch nicht zu wenig Tempo drin ist. Und hier war es genau richtig. Und es hat einfach mega, mega Spaß gemacht. Ich war voll traurig, weil ich habe Ferris dann gefragt,
ob das Buch Ich hab's gefunden. Ja? Aber erzähl kurz weiter. Ob das Buch nach Percy und während der Kane-Chroniken spielt, also zum Beispiel nach Band 1 der Kane-Chroniken oder komplett nach allem. Es spielt leider nach allem. Das heißt, es gibt nicht mehr Geschichten, wo diese Charaktere aufeinandertreffen. Und das fand ich echt traurig, weil ich da total gern mehr von hätte. Aber du meinst auch, was ich meinte mit, es ist so ein bisschen wie Percy Jackson, aber es ist anders aufgebaut. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ist auf jeden Fall sehr cool. Zwar ist die Szene, das ist jetzt aus Carters Sicht, also aus dem einen der Hauptprotagonisten von den Kane-Chroniken. Meine Finger umklammerten den Griff meines Schwertes. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich wollte gerade eine Faust herbeirufen. Für das, was als nächstes passiert, übernehme ich die volle Verantwortung. Es war nicht beabsichtigt, Ehrenwort. Aber ich war sauer und war. Und wie ich vielleicht schon mal erwähnt habe, klappt es bei mir nicht immer, Zauberworte richtig zu lenken. Während ich im Bauch des Krokodils feststeckte, hatte ich mich darauf vorbereitet, die Faust des Horus herbeizurufen. Eine riesige, leuchtende, blaue Pranke, die Türen wendet und nämlich alles andere, was in einem Aquarium zu klein ausarbeiten kann. Ich hatte vorgehabt, mich aus dem Monster herauszuboxen. Brutal, ich weiß, aber hoffentlich wirkungsvoll. Vermutlich schwörte mir der Zauberspruch noch immer in den Kopf, schussbereit wie ein geladener Revolver. Als ich Camp Fuzzi so gegenüberstand, war ich nicht nur stinksauer, sondern auch benommen und verwirrt. Und als ich dann Faust sagen wollte, kam ich stattdessen auf Altägyptisch heraus. Käfer, was für eine simple Hieroglyphe, dann ist halt so einfach so ein Bild von der Faust. Und dann geht halt kurz weiter. Quasi durch die Luft. Dann fliegt Wald weiter und ich glaube, das irgendwie das. Ja, und hier irgendwas, warte, wo war das, diese Stelle, die ich so lustig fand? Genau, hier, der Sprecher. Ich kann das bestimmt nicht so cool, ne? Aber er schoss mit einem lauten Tschü-Plopp aus dem Fluss und ich sah bloß noch seine nackten Füße. Das war so lustig, wie der Sprecher das in dem Hörbuch auch einfach gemacht hat. Das fand ich auch gut. Na toll. Ja, toll. Dann so, hey, tut mir leid, bist du. Also wirklich wahnsinnig witzig. Also wenn ihr da nochmal irgendwie einen Abstecher ins Percy-Universum oder auch die Kane-Chroniken machen wollt, dann müsst ihr das auf jeden Fall lesen. Ich fand's wirklich genial. Bin jetzt noch gespannter auf die Kane-Chroniken. Aber mein Lieblingscharakter ist halt einfach Sadie. Sadie ist cool. Die ist einfach so schön passiv-aggressiv, weißt du? Die kann alles hassen. Die braucht nicht mal Beleidigungswörter zu nutzen, um dich zu beleidigen. Ich krieg das auch so. Sie beleidigt dich einfach mit der Wahrheit. Ja, so ungefähr. Ja, das waren die Bücher, die ich gelesen habe. Und der Schlaufuchs von euch, der jetzt mitgezählt hat, wird wissen, da fehlen welche. Ich habe tatsächlich meine Leseliste nicht komplett geschafft. Wobei ich sagen muss, ich bin mega zufrieden mit den 10 Büchern, die ich geschafft habe, weil ich eigentlich nur gearbeitet habe. Also wirklich, ich habe jetzt 4 Wochen fast komplett durchgearbeitet und ich hatte in 4 Wochen nur 2 freie Tage und habe es trotzdem geschafft, 10 Bücher zu lesen. Also ich denke, mit einem etwas gnädigeren Dienstplan hätte ich die anderen Bücher auch noch geschafft, weil ich habe 2 davon schon angefangen, nämlich Vergissmeinnicht und Der Tunnel. Und ja, die 2, die dann noch fehlen, die ich noch hätte lesen müssen, ist The Secret Book Club und Sternensturm. Also wie gesagt, ich bin ultra zufrieden, wirklich. Also 10 Bücher, ich habe so viel gearbeitet wie noch nie in diesem Jahr und da habe ich sonst weniger gelesen. Also ich bin wirklich happy mit dem, was ich geschafft habe. Da ich aber die Wette nicht gewonnen habe, bekomme ich leider von Ferris keine 2 neuen Bücher. Stattdessen darf er 3 Bücher für meine nächste Leseliste auswählen. Sag aber nicht, dass du den nicht auf die Bücher freust, die ich ausgewählt habe. Ja doch, es sind gute Bücher. Welche Bücher sind, welche er für mich ausgewählt hat, seht ihr natürlich im Leselistenvideo. Also haltet die Augen danach offen. Das war's. Das war wahrscheinlich der letzte Leserückblick für dieses Jahr. Weil die Liste, die wir jetzt aufstellen, die Leseliste, ist wieder für 6 Wochen bis Jahresende, weil wir es wahrscheinlich vorher nicht schaffen zu drehen. So gucken wir, was dann im Januar schaffen, das erste Mal. Ja, entweder drehen wir zwischen Weihnachten und Silvester oder halt Anfang Januar. Jetzt ist ja gut, ja, Weihnachten und Silvester wäre sogar gut, weil ich dazwischen ja keine Uni habe. Ja, aber wenn wir es da drehen, lade ich es wahrscheinlich halt trotzdem erst Anfang Januar. Ja, hoch. Aber also, trotzdem wäre gut. Nee, da können wir drehen. Also es war auf jeden Fall der letzte Rückblick für dieses Jahr. Dafür war er aber besonders lang, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Und ich denke auch ganz witzig, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet alle Bücher, beziehungsweise bei Reihen meistens nur die ersten Bände, aber da könnt ihr euch ja dann durchklicken, unten in der Infobox und schaut da gerne mal vorbei. Schreibt uns gerne, was ihr so gelesen habt und welches der Bücher ihr so gut fandet von unseren. Und ja, dann war's das. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und dann freuen wir uns, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.